Devenir contre-ténor, c'est un petit peu, je pense, le fruit du hasard aussi. Dass ich Countertenor wurde, war wohl auch ein Produkt des Zufalls. Natürlich habe ich als Musiker angefangen. Zuerst spielte ich Geige und fing dann später noch mit Klavier an. Ich kannte mich damals noch gar nicht mit Kastraten oder der Stimmlage des Countertenors aus. Allerdings habe ich, was ich für bezeichnend halte, instinktiv gern hochgesungen. Das machte mir großen Spaß. Ich weiß noch, dass ich Arien der Callas mitsang, die ich im Radio hörte. Allerdings war das eher ein Spiel. Letztendlich kannte ich das barocke Repertoire ja auch kaum. Wie alle Geiger kannte ich vor allem die vier Jahreszeiten und Bachs Partiten, ansonsten nur sehr wenig. Erst als ich mit dem Gesang anfing, lernte ich nach und nach alle großen barocken Komponisten wie Händel, Monteverdi und Vivaldi wirklich kennen. Das entwickelte sich schnell zur Leidenschaft. Ich empfand das als sehr befreiend. Gesang ist für mich etwas sehr Unmittelbares. Die Stimme ist der eigentliche Spiegel der Seele. Quelque chose de très direct, la voix vraiment, vraiment le reflet de l'âme. Thank you.
Ich interpretiere das Repertoire, das für die Kastraten geschrieben wurde, also italienische Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Oft wird die Musik des 17. Jahrhunderts als weniger virtuos eingestuft. Ich finde, sie ist viel schwieriger zu singen und zu beherrschen. Da tut sich eine raffinierte Welt auf, die mich sehr fasziniert. Sottili, che meno assai fuggire per la donna vezzosa, per la donna vezzosa, ossia cruda, o pietosa, attuare in modo e via, e morire per l'amore una pazzia, per prova può dire io fini io fogli se crede non volete lasciate stare che poco importa a me seguitate ad amar ad ogni modo che ne rompersi in collo una cara che schivi Diese Stimmlage ist sehr selten. Der genaue Mechanismus bleibt rätselhaft. Es gibt einerseits Männer, die sehr hohe Töne erreichen können, aber es gibt auch einige Frauen, die fast eine Tenorstimme haben oder jedenfalls sehr tief singen können. Selbst Vivaldi hat für manche Frauen schon sehr tief geschrieben. Durch die Wiederentdeckung des barocken Repertoires in den letzten 30 Jahren gibt es inzwischen hunderte Countertenöre. Einige davon mit tieferen oder höheren Stimmlagen als meine, manche auch kraftvoller. Einige dieser Stimmen eignen sich für Oratorien, andere eher für die Oper oder für Konzerte. Wir singen praktisch zu 100% Werke, die nicht für uns geschaffen wurden. Hier liegt der große Unterschied zu den Kastraten von damals. Ihr Repertoire war genau auf sie zugeschnitten und sie taten ihr Leben lang nichts anderes, als diese Werke ins Leben zu rufen. Wir dagegen geben Werke wieder, die nicht für uns geschrieben wurden. Deshalb muss man sich die heraussuchen, die am besten zu einem passen. Cagioni dell'amore mio, del mio parlare comprendi, come di parlare d'or, tu non t'accendi.
Fragile amore.